Der Florian ist gerade in Linköping in Schweden, verbringt gerade ein Semester und der studiert Maschinenbauwirtschaft. Ich würde gleich sagen, also wenn du eine Präsentation hast, ja super, wir sehen sie. Du kannst gleich anfangen. Vielleicht schauen wir drauf, dass wir ein bisschen schneller durchgehen, weil ich sehe gerade, wir sind etwas mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Und ich sage einmal danke und bitte leg gleich los. Ja, ich werde mich beeilen. Ja, hallo auch von meiner Seite, ich bin der Florian, ich bin 25 und studiere in Schweden in Linköping. Also die schwedische Aussprache ist Schöping, das KÖ Entschuldige ist mich. Sch. Ja, das gibt es selber auch nicht gewusst. Also kein Problem. So, wo ist Linköping? Linköping ist jetzt im Süden von Schweden. Also der Philipp, der ist doch oben ungefähr, in Oulu. Also viel weiter oben im Norden. Und wenn wir jetzt in den Süden von Schweden rauszoomen, etwas vergrößern, dann liegt Linköping jetzt da in Östergötland. Das ist so ungefähr in der Mitte zwischen Göteborg westlich und Stockholm östlich. Und man ist binnen 2 Stunden in Stockholm und ungefähr 3,5 Stunden in Göteborg. Also die Verkehrsanbindung ist relativ gut. Linköping selber ist jetzt die siebtgrößte Stadt Schwedens, hat ungefähr 165.000 Einwohner, wenn man jetzt den gesamten Ballungsraum mit einrechnet. Und es ist jetzt vor allem bekannt für seine Industrie. Und unter anderem gibt es dort immer Saabwerk, wo Flugzeuge hergestellt werden. Also man hört fast täglich die Jets draußen herumfliegen. Ja, das ist sehr interessant, war sehr neu für mich. Und ja, die Linköping-Universität ist relativ neu. Die ist erst 1975 gegründet worden und hat ungefähr gleich viele Studenten wie die Carl-Franzens-Universität, nämlich ja, rund 30.000. Und die Uni deckt so ziemlich ja, alle akademischen Bereiche ab. Es gibt 4 Fakultäten, nämlich Arts and Science, Health and Medicine, Engineering and Educational Sciences. Also man kann da wirklich fast alles studieren. Und es ist wirklich mal erfrischend, ehrlicherweise, wenn man mal mit nicht ausschließlich Techniker zu tun hat und da ja, einen Einblick in andere Bereiche hat. Die Uni besitzt 4 Campusse, wobei der größte Campus und der Campus, bei dem ich ja, primär bin, ist der Campus Vallat. Das sieht man da unten auf dem Bild rechts. Und ja, wie in Finnland, wie der Philipp schon gesagt hat, ist das Semester auch bei uns zweigeteilt. Und es ist eben so, dass ja im Semester ungefähr 4 bis 5 Kurse gemacht werden. Und die Kurse sind halt dementsprechend aufwendig, haben 6 ECTS oder sogar mehr. Und im ersten Teil vom Semester hat man dann eben 2 oder 3 Kurse, die werden dann abgeschlossen. Und bei dem zweiten Abschnitt gibt es dann wieder neue Kurse. Und man arbeitet dann halt eben maximal an 2 bis 3 Kursen gleichzeitig, was auch sehr, ja, cool ist. Am Campus, man sieht's, genau da unten gibt es eine eigene Sporthalle, also da gibt es ein Fitnessstudio, es gibt Sportkurse, wo man sich anmelden kann. Ja, ich glaube, relativ eine große Auswahl, aber da bin ich nicht wirklich sehr involviert, weil ich eher laufen gehe. Und was man da links noch sieht, ist das Studentenhaus. Und es ist wirklich fast das ganze Haus ist ein Lernzentrum. Also gibt es 4 oder 5 Stöcke. Es gibt Computerplätze, man kann sich eigene Räume mieten. Es gibt sogar Nähmaschinen. Es gibt also einen Makerspace, wie es bei uns in Graz gibt. Also wirklich sehr cool. Ja. Wo ist jetzt das Ganze in Linköping? Also da ist das Stadtzentrum in der Mitte vom Bild und die Universität ist so ungefähr außerhalb, ungefähr 3 Kilometer. Und die meisten Internationals wohnen jetzt in Ried. Das ist ein eigener Stadtteil auch da im Westen von der Stadt. Und dort wohnen ungefähr 3.000 Studierende. Das ist wirklich so ein eigenes Viertel, wo wirklich nur Studenten, ausschließlich Studenten wohnen. Und ja, die meisten Internationals wohnen dort und es ist wirklich lustig, weil wenn man zum Beispiel einkaufen geht oder eine Runde spazieren geht, man trifft wirklich meistens, oder na, immer, man trifft immer mindestens einen, den man kennt.
Und ja, jeder ist immer für einen Tratsch zu haben und es ist echt lustig. Kann man jetzt als Vorteil sehen, kann man als Nachteil sehen. Je nachdem. Es gibt dort eben Single Apartments oder Dorm Rooms, also a Corridor Room. Ich bin in einem Corridor Room, das heißt, man ist in einem 20 Quadratmeter Zimmer mit eigenem Bad und Klo und teilt sich aber die Küche und das Wohnzimmer mit 7 anderen Studenten. Die sind in meinem Fall aus Schweden und auch 2 oder 3 andere Internationals. Also wirklich sehr international. Wir sitzen oft auf der Couch und chillen gemeinsam und ja, es ist selten langweilig. Und was auch noch cool ist, es gibt dort eben am Gelände gibt's gratis Grillplätze, die einfach so zur Verfügung stehen. Also wie ich da ankommen bin im Jänner, ich glaube in der 2. Woche sind wir gleich grillen gegangen draußen. Der Schnee ist nicht gegangen, es war eiskalt, aber war trotzdem eine Erfahrung. So, wie ist jetzt das Studentenleben in Linköping? Also, doch deutlich anders als was wir von Graz kennen, muss ich ehrlich sagen. Wie der Philipp vorher schon gesagt hat, ist auch das, also die Overall-Kultur sehr stark in Linköping. Und ja, jedes Programm, jedes Studium hat seine eigene Overall-Farbe. Und am Beginn des Studiums wird er halt inauguriert. Das heißt, er wird möglichst dreckig gemacht, Trinkspiele werden veranstaltet. Der Oberhalb darf dann einmal gewaschen werden und hinten auch nicht mehr. Also man darf nur damit duschen gehen oder damit ja, baden gehen, zum Beispiel. Aber auch nur, wenn der Oberhalb mindestens 3 verschiedene Körperflüssigkeiten aufweist. Also ganz interessant. Und ja, in diese Programme, jedes Programm hat eine eigene Studienvertretung, so wie bei uns, und die organisieren immer Feste. Also jeden Samstag ist eine Party auf der Uni in Korallen. Das ist da das, also das Gebäude, das man da rechts sieht. Das, meines Wissens gehört das sogar den Studenten. Und da ist eben jeden Samstag und manchmal auch sogar donnerstags eine Party. Und die Partys sind so beliebt, dass teilweise sogar ja, ca. 24 Stunden angestanden wird für Tickets, was man dann im linken Bild sieht. Also der Ticketverkauf, der ist oft montags um 6 Uhr früh. Also das heißt, am Sonntagvormittag sitzen wahrscheinlich die ersten mit den Campingstühlen und ja. So viele Partys, dass die Leute sich da extra anstellen. Also was wird da Besonderes gemacht? Es ist nicht wirklich eine besondere Party, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist jetzt nicht so die Party deines Lebens, Ich aber glaube, es ist einfach jetzt. mal in Schweden und in Finnland, das Studentenleben, die Kultur einfach so viel ausgeprägter ist, weil es ist auch oben genauso. Also die leben das voll. Ja, es ist wirklich, es kommt jeder mit seinem Overall zur Party. Jeder ist irgendwie so verkleidet. Und ich glaube, es spielt aber auch eine Rolle, dass halt der Alkohol wie in Finnland relativ teuer ist. Und der Clubbesuch, also ein nicht studentischer Club, wenn man den besucht, ist das relativ teuer. Und da bei diesen Partys ist der Alkohol relativ günstig. Man ist unter sich, ist eine Studentenparty, also ja. Ist ganz cool. Genau, also für uns Internationals ist eher dann ISN, was ja auch in Graz bei uns gibt, und die ISA, International Students Association, der erste Ansprechpartner. Die organisieren zusammen zum Beispiel so die Welcome Period. Da gibt es dann einige Events, die sie organisiert haben. Aber auch jetzt im laufenden Semester wird laufend was organisiert. Zum Beispiel jetzt zu Ostern haben wir so eine Schnitzeljagd in der Stadt gemacht. Jetzt am kommenden Wochenende ist die Walpurgisnacht. Da gibt es auch wieder Events. Und ja, da habe ich jetzt ein Bild so eingefügt von dieser Overall Inauguration. Da war halt das Ziel, war, dass man möglichst dreckig wird und das Ergebnis von meinem Overall da rechts oben zu sehen. Und ja, was macht man sonst so? Es gibt Fußballturniere. Und also das links ist ein Fußballturnier und das war das Basketballturnier in der Mitte und man sieht schon, es ist alles immer mit Spaß verbunden und es wird auch ganz viel verkleidet.
ganz ausgefallene Kostümierungen, auch von den schwedischen Studenten, die sind da ganz stark. Und ja, und da rechts sieht man jetzt zum Beispiel den Overall, wie der ausschaut. Für die Erasmus-Studenten ist der jetzt in dem Fall blau. Gut. Und in Lappland war ich auch, also da gibt es von ISN und von ISA gibt es da jedes Semester organisierte Reisen nach Lappland, nach Island und nach Norwegen. Und ja, ich bin eben mit ISN gegangen, da sind wir nach Finnland gefahren mit dem Bus. 1200 Kilometer sind wir in den hohen Norden raufgefahren. Ich glaube 16 Stunden reine Fahrzeit oder so ungefähr. Also das war wirklich ein Horror. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also die Polarlichter gesehen, wir haben Eis gefischt. Wir waren in Norwegen, das ist da die Stadt Tromsø. Und ja, wie der Philipp auch schon ein Bild gesagt hat, wir haben eine Husky-Schlittenfahrt gemacht, wir sind mit einem Snowmobile auf einem zugefrorenen See herumgecruised. Und ja, war wirklich ein schönes Erlebnis. Dann wieder von ISN, also ISN ist wirklich sehr, sehr stark bei Reisen. ISN hat ein Partyboot organisiert von Stockholm nach Tallinn mit insgesamt 700 Studenten aus Schweden, Dänemark und Norwegen. Und ja, war die erste Kreuzfahrt, oder ja, war eine Kreuzfahrt für mich, also war echt cool. Und ja, weil ich vorher Göteborg und Stockholm angesprochen habe, dass das relativ leicht zu erreichen ist, da war ich jetzt vor kurzem in beiden Städten, ist wirklich wunderschön. Hat wirklich schöne Orte zu bieten, Schweden. Gut. So wäre ich am Ende jetzt von meiner Präsentation. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und wenn ihr weitere Fragen habt, speziell zu Linkshaping oder generell, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben und dann helfe ich euch gerne weiter. Ja, herzlichen Dank, Florian, dass du uns da deine Einblicke, von deinen Einblicken erzählt hast. Für dich vielleicht auch noch ganz schnell eine letzte Frage. Was war für dich die größte Herausforderung, als du das Ganze angefangen hast und wie bist du damit umgegangen? Um ehrlich zu sein, war nicht wirklich Herausforderung. Weil Schweden, also jetzt, wenn man zu Corona blickt, war Schweden ja schon immer sehr liberal und mit sehr viel Freiheiten. Also von dem Corona-Thema her hat es wirklich was gegeben. Und dadurch, dass die Schweden sehr gutes Englisch sprechen, wirklich fast jeder, würde man sagen 99%, hat man da überhaupt keine Sprachbarrieren. Und durch diese Welcome Period von ISN und ISA, da wäre eigentlich sofort Anschluss gefunden. Also ich wäre am Ankunftstag schon bei einer Party eingeladen gewesen und bin dann am zweiten Tag zur ersten Party gegangen. Also es ist überhaupt kein Problem, irgendwelche neuen Leute kennenzulernen. Man ist sofort irgendwie drinnen in dem Tanzen und fühlt sich wohl. Also ich habe keine Probleme gehabt. Sehr schön, sehr schön. Also Windshopping, große Empfehlung von Florian.